Die Loserin schafft den Sprung in den Final und wird Fünfte. Teamkollegin Laurin van der Graaf bekundet viel Pech. Nadine Fähndrich hat beim Klassisch-Sprint im schwedischen Falun ihren 6. Weltcup-Podestplatz verpasst. Die Loserin kämpfte sich bei frühlingshafter Witterung und entsprechend seifigem Schnee zwar in den Final. Dort waren aber 4 Konkurrentinnen schneller und verwiesen Fähndrich auf Rang 5. Den Sieg holte sich in überzeugender Manier Jonna Sundling, die schon zuvor alle ihre Läufe über die 1,4 Kilometer klar gewonnen hatte. Sie deklassierte die Konkurrenz im Final um 8,41 Sekunden und mehr. Schon im Halbfinal hatte Fähndrich als Vierte nicht mit den Schnellsten mithalten können. Da sie aber den deutlich schnelleren Heat erwischte, qualifizierte sie sich über die Zeit als Lucky Loser für die Entscheidung. Den Viertelfinal hatte sie als Zweite dank eines unwiderstehlichen Schlusssprints überstanden. Wie das Rennen schloss sie auch den Sprint-Weltcup auf Rang 5 ab, während die Kugel mit Maja Dahlqvist ebenfalls an eine Schwedin ging. 1 Uhr und 22 Minuten Video Sundling läuft allen davon aus Sportclip vom 11.03.2022 abspielen. 200. Van der Graafs bittere Derniere. Einen bitteren Abschied vom Sprint-Weltcup erlebte Laurin van der Graaf. Die Bündnerin, die nach dem Wochenende ihre Karriere beendet, verpasste als 31. der Qualifikation den Sprung in die Viertelfinals um nur einen Rang bzw. 200. Sekunden. Auch Lea Fischer und Alina Meyer scheiterten in der Qualifikation als 41. bzw. 43. Sprintspezialistin van der Graaf, die 3 Weltcuprennen und im Vorjahr WM-Silber im Teamsprint gewann, kommt am Sonntag letztmals zum Zug. Dann stehen in Falun die Mixstaffel und die Sprints im Mixteam an, ehe die 34-Jährige anschließend ihrer Profilaufbahn ein Ende setzt. Riebli bei Jouve Sieg ohne Chance. Bei den Männern war Yannick Riebli im Viertelfinal chancenlos. Der Obwaldner belegte in seinem Heat Rang 5, zur Qualifikation als Lucky Loser fehlten ihm knapp 12 Sekunden. Für Cedric Steiner und Erwan Käser war bereits in der Quali-Endstation gewesen. Den Tagessieg holte sich in Abwesenheit etlicher norwegischer und russischer Sprint-Cracks Richard Jouve. Der Franzose schnappte damit dem fehlenden Johannes Kläbo um 5 Punkte die Sprintkugel weg.